Bismillahirrahmanirrahim. Hi Leute, ich sag Sie heute eine Opel Corsa oder Vexal Corsa 1,2 Benziner, kein Turbo, aber viertürig und Halbautomatik, Tiptronic und es ist sehr sparsam Auto. Wenn Sie kaufen, achten. Das Auto ist sehr gut und ruhig, bequem und hat große Reifen. 185, 65 und R15, dieser Reifen. Und hat Klima und der Getriebe ist sehr gut und die Motor hat keine Zahnriemen, Kette. Die drin ist Kette, die braucht nicht tauschen. Die fährt lange Zeit. Im Moment in diesem Auto hat 70 Kilometer, 70.000 Kilometer. Ich zeige Sie, wie fahren dieses Auto. Ihr habt Bordcomputer auch, das Getriebe. Es ist, wenn Sie in rechte Seite, das zeigt der Display neutral. Wenn Sie rechte Seite drehen, automatisch. Hier kann man fahren. So. Und wenn wollen Sie manuell fahren, geben Sie vor, die erste. Oder erste Gang, zweite Gang, dritte, vierte, fünfte. Wenn Sie rückwärts fahren, dann hier rechts und hinten. Der kommt wieder in der Mitte. Die Handbremse loslassen, kann man rückwärts fahren. Und wenn Sie das Auto starten, die Bremsepedal so drücken. Neutralposition. Und wenn wollen Sie manuell fahren, gell? Und dann die A. Aber jetzt Auto, wenn wir fahren, dann das zeigt Display erste Gang, zweite Gang. Jetzt zeigt neutral und jetzt Automatik. Und wenn wollen Sie manuell fahren, der Schalter vorne, so erste Gang, zweite Gang, dritte, vierte, fünfte. Und wenn Sie Rückgang machen, das rückwärts, Rückgang. Weil die Auto ist sehr sparsam, wenn Sie fahren am Autobahn, gell, kombiniert Start und so 6,3 Liter. Ich habe dieses Auto seit 1,5 Jahren, kein Problem, sehr ruhig. Wenn ich fahre 50, 60 km/h im Stadt gehe, dann verbrauche ich auch 5,5 Liter. Wenn ich fahre 80 bis 90 Autobahn oder Bundesstraße, 80 bis 100, dann 4,8, 4,9 Liter Verbrauch. Aber Durchschnitt 6 Liter. Aber im Winter, Schnee und so. Jetzt 2 Tage, ich habe nie gefahren, denn die zeigt Bordcomputer 6,3 Liter. Normalerweise 6, ganz Jahr Durchschnitt Verbrauch. 1,2 und hat 5 Sitzplätze, hat Dach auch, Elektrikdach. Die hat Moskiten, diese Netz, die kommt keine Dreck rein. Das ist sehr gut, sparsam. Ich war dieses Auto mit 5.000 Euro gekauft, 1,5 Jahr vor. Weil war wenige Kilometer von deutschen Leuten. Das ist sehr sparsam, sehr gut. Ich wollte zeigen bei Leuten, die heißt Corsa D. Die Leute will wissen, die Corsa D ist gut oder schlecht. Ich wollte zeigen, das Auto ist gut. Aber wenn Sie wollen 160, 180 km/h fahren, dann besser
Astra oder andere Auto kaufen. Bis 120, 130, 140 ist das Auto sehr gut, bequem und sparsam. Weil ich habe viele Automatic-Auto gehabt, die verbrauchen 10 Liter, 11 Liter Durchschnitt. Aber die Auto ist sehr sparsam. Okay, danke schön. Tschüss.